Hallo und herzlich willkommen zurück zum Retrofit Hot Seat an diesem Sonntag. Leider hat es mir vorher nicht gereicht, auf Mo Mittwoch ein Video hochzuladen. Es tut mir wirklich leid. Ja, aber heute wieder an diesem Sonntag und es ist wieder sehr, sehr viel Interessantes passiert. Wir befinden uns am Ende von Runde 26 in der Papstrunde, der ja als letztes dran ist. Und ich bin mal gespannt, was so passiert ist, beziehungsweise ich weiß es schon, ihr noch nicht, aber das werden wir bald ändern, das Problem. Und zwar muss ich jetzt gerade mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, Kiew hat dem Ungarn schon gehört. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ich bin mir, oder? Aber ich glaube schon. Also Kaffa auf jeden Fall und Kiew. Ansonsten, wenn, dann hätten sie es jetzt erobert. Genauso hier oben Ryazan, aber ich glaube, das hat die Russland alles schon. Ja, nee, schon hätten sie es auch als Schlacht geschrieben, dass es da eine Schlacht drum gab, aber das hatten sie alle schon. Genau, darauf hatte ich jetzt vorhin gar nicht geachtet. Aber wir sehen es unten auf der Karte fett in grün, dass der Seldschuke einiges erobert, beziehungsweise zurückerobert hat in dieser Runde. Und da gibt es auch drei Einträge in dieser Runde an Schlachten nur vom Seldschuken. Und das ist einmal die Schlacht von Trapezunt gegen byzantinische Rebellen und die Schlacht von Tiflis gegen byzantinische Rebellen. Beide Städte zurückerobert. Wir erinnern uns, vor kurzem ist hier Byzanz noch rumgelaufen und hat hier versucht, Ärger zu machen, wurde dann hier in Jerewan gestellt und auch Alexios als letzter General dann getötet, sodass die Fraktion dann rebellisch wurde und wir sehen es hier eben jetzt die Rückeroberung. Aber das waren ja erst zwei von drei Gefechten von den Seldschuken. Das dritte Gefecht gab es hier unten in Damaskus. Hier wurde Damaskus, war ja vor kurzem noch, hat es noch den Fatimiden gehört, wurde belagert von den Seldschuken und wurde jetzt eben erobert. Hier in einer Schlacht Seldschuken versus Fatimiden. Vielleicht bleiben wir mal ganz kurz noch hier unten und schauen uns jetzt mal die veränderte Situation der Ägypter an und die ist wirklich nicht gut. Also nach diesem Coup von vor ein paar Runden, wo diese Flotte mit der Armee versenkt wurde, sieht es mittlerweile echt ein bisschen bescheiden aus, muss man ganz ehrlich sagen. Viele Sizilianer sind noch übrig, wir haben auch noch ein paar Mailänder. Ihr Wir haben habt die auf dieser falsche Flotte Flotte gewählt. hier noch eine komplette Armee, die extrem gefährlich für diese Truppen hier ist. Deswegen muss der Fatimide sich auch ein bisschen weiter von der Küste weg positionieren. Weil sonst wurde angegriffen, das kann er natürlich nicht riskieren, das Ganze. Genau, und jetzt steht er da hinten in einer sehr, sehr defensiven Position. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt mal hier Wir gucke. kämpfen nicht mit Weiß gar euch um nicht, dieses Gebiet. Katapulte, zwei Katapulte und eine Balliste. Ich bin mir nicht sicher, ob das reichen würde für Eroberungen von Jerusalem sofort oder von Gaza, ohne eine Runde belagern zu müssen. Allerdings glaube ich, braucht er mittlerweile auf jeden Fall mehr als eine Runde nach Gaza. Das heißt, Gaza sollte auch demnächst belagert werden. Hier vielleicht von den Venezianern oder der Sizilianer und Mailänder haben demnächst nicht mehr so viel Schiss und ziehen dann auch hier mal Richtung Gaza und so weiter, um sich mit den Venezianern hier zu vereinen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz schwierig hier für den Fatimiden. Und dann natürlich hier von Norden kommen noch die Seldschuken, die jetzt hier Damaskus erobert haben und wieder eine wichtige Einnahmequelle der Fatimiden abgeschnitten haben. Da waren es nur noch vier Provinzen, zwei davon mit Jeddah und Dongola wirklich äußerst schlecht und Jerusalem und Gaza eigentlich noch tolle Städte. Allerdings Jerusalem hat halt auch schon das Problem, es ist kein Hafen und selbst wenn sie einen Hafen hätten, mit wem sollen sie denn großartig handeln, wäre wahrscheinlich sowieso blockiert worden. Also eine ganz, ganz schlimme Situation. Ich denke, die Fatimiden werden es nicht mehr reißen können hier. Wird wohl nicht mehr lange brauchen, bis die Fatimiden hier aus dem Spiel raus sind. Für die Seldschuken eröffnen es natürlich weiterhin gute Möglichkeiten. Sie können Edessa jetzt noch erobern. Wenn sie sich beeilen, kriegen sie vielleicht noch Jerusalem. Bei eher unwahrscheinlich, ja, wegen Venedig und Sizilien und Mailand, also wegen den Italienern. Ich denke eher nicht, dass das hier was wird. Allerdings können sie sich hier eine große, gute Position festigen, vielleicht auch irgendwann mal hier in den Norden ziehen, nach Sarkel gegen den Russenkrieg führen oder sich auch Kaffa erobern. Wobei hier gibt es ja diesen Vertrag, diesen Flottenvertrag mit Ungarn, dass beide hier in diesem Gebiet, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Schiffe haben dürfen. Ich kenne den Vertrag jetzt gerade nicht ganz auswendig, aber habe ich mal in einem anderen Video erwähnt. Genau, also das haben wir hier.
Und das war auch hier schon mal eigentlich so das Wichtigste in der Runde. Ich denke, das sollte dazu alles gewesen sein. Und ansonsten gab es hier irgendwo im Gebiet von den Ungarn, ich weiß jetzt gerade nicht wo, gab es noch eine Schlacht gegen die Rebellen, wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe von dem Denestianos, gegen Rebellen. In dieser Schlacht haben die Ungarn auch gewonnen. Oder diese Schlacht haben die Ungarn gewonnen. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das Spannende an und fangen mit einem Ding hier unten an. Und zwar bin ich ja da schon mal drauf eingegangen. Hier fehlen übrigens immer noch Truppen. Das heißt, wenn Spanien mal dran ist, und ich das zufällig weiß, muss ich hier dringend mal noch Geld abziehen, weil das darf eigentlich nicht so sein. Hier sind drei Einheiten drin, hier nicht. Muss ich noch Geld abziehen, aber das Problem ist, ich kann nur Geld abziehen, wenn die Runde dran ist, tatsächlich. Genau. Also, ich kann jetzt nicht irgendwie eingeben, was weiß ich, Add Money, Spanien minus 10, 1000 oder so zum Beispiel oder wie auch immer, sondern ich muss da in der Spanien-Runde das machen, sonst klappt das leider nicht. So, nee, aber was sehen wir hier? Wir sehen hier die Franzosen, Prinz Louis und König Philipp, die auf dem Weg hier runter sind, nach wie vor. Und so langsam aber sie hier dafür sorgen, dass dem Spanier wohl wahrscheinlich ziemlich unwohl wird. Er sammelt hier zwar Truppen, aber ist die Frage, ob das reicht. Also wenn wir das mal Respekt für die guten zusammenzählen, Abgesandten. vier Einheiten, fünf Einheiten, selbst wenn man die Einheiten noch rausnimmt, ja, und auch noch diese hier, sieht nicht unbedingt danach aus, als könnte er sich hier Mut und gut gegen Ehre, mein wehren. Freund. Allerhöchstens ein bisschen verzögern und dem Franzosen Verluste beibringen, aber natürlich nicht so toll hier für den Spanier, ganz und gar nicht. Schön euch zu sehen, Eine Brüder. spanische Flotte, das ist sicherlich kein Fehler, um Wir hier sind eure zu Verbündeten, schauen, ja. dass der Franzose nicht Aber irgendwie nicht doch mit noch hier Knarren. rumkommt mit einer Armee und irgendwie landet. Ja, wobei 3 gegen 3 Schiffe ist halt auch so eine Sache, gell? Aber wie gesagt, hier eben diese Aktion. Mal schauen, wie weit hier der Druck weiter aufgebaut wird. Jetzt kurz bevor wir uns auf das nächste hier eingehen, würde ich gerne kurz eine Sache sagen. Und zwar gibt es einen Boteneintrag vom Heiligen Römischen Reich, einen sehr, sehr langen, sehr, sehr schönen Boteneintrag. Und eine wichtige Sache sage ich euch daraus mal. Also das Heilige Römische Reich verurteilt den Angriff Iberiens auf England, und solidarisiert sich mit England. Ja, die sagen halt auch, ja, hier, die Engländer haben zwar Schottland erobert, aber dieses Vergehen, diese Sünde wurde ja mit dem Papst schon bereinigt und Geld bezahlt und so weiter. Und dieser Angriff auf England ist jetzt eigentlich nicht mehr legitim. Genau, also das sagt hier das Heilige Römische Reich und die finden es eigentlich auch ganz gut, dass die Franzosen hier nach unten nach Spanien marschieren, um den Druck zu erhöhen. So, dann kommen wir jetzt auf die nächste Sache. In der Runde ist brutal viel hier in dem Zusammenhang passiert, deswegen möchte ich das nach und nach erklären. Die nächste Aktion, die es jetzt hier gab, war eine Schlacht um Nottingham. Hier hat Spanien gewonnen, wie man sehen kann, und auch Nottingham erobert. Und dann gab es noch eine zweite Schlacht. Da ist dann dieser Robert, ist hier geflohen vermutlich und wurde dann hier erneut angegriffen von Spanien. Auch hier hat Spanien wieder gewonnen, hat ja auch gegen die Garnison von York gekämpft. Robert ist geflüchtet. Die Garnison von York wurde geschwächt, wie man hier ganz eindeutig sehen kann. Bei so vielen Einheiten müsste das Rot dieser Armee eigentlich ausgefüllter sein, das dunkle Rot. Genau, also hier wieder verloren der Engländer und wieder ein Sieg für König Alfonso und die Spanier an dieser Stelle. Aber, und jetzt kommt das große, große Aber in dieser Runde, denn es ist noch etwas anderes passiert. Und das habe ich beim letzten Mal so ein bisschen übersehen. Und zwar gab es beim letzten Mal irgendwo hier, irgendwo muss ein Schiff gewesen sein. Ein dänisches Schiff. Und da war König Knut persönlich drauf. Also der König Dänemarks. Und ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Aber soweit ich das weiß, ist der hier mit dem Schiff nach Brügge und nach London oder hier nach England irgendwo, ich weiß es nicht, ist da von Bord gegangen und hat Söldnerschiffe angeworben. Mit diesen Söldnerschiffen ist er dann hin und hat, das kann ich auch nicht rekonstruieren, da macht es auch keinen Sinn, wenn ich in ein paar zurückgehe oder so, weil dann stehen die ganzen Schiffe sowieso irgendwie anders, ja. Weil der Spanier, der seine Schiffe irgendwie bewegt, oder der Portugiese, ich glaube, der Spanier war es hier drüben, ja, hat seine Schiffe ja irgendwie bewegt, das kann ich gar nicht richtig rekonstruieren, deswegen macht es auch keinen Sinn, den alten Safe zu laden, außer wegen diesem Dänen, dass man den nochmal sehen würde. Aber da würde ich euch einfach empfehlen, schaut euch einfach das letzte Video nochmal an.
Auf jeden Fall ist der König Knut. Es kann auch sein, dass er hier in Brügge war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also das weiß ich jetzt gerade nicht so ganz. Also man hat mir das jetzt gestern nochmal erklärt, die Situation. Soweit ich das verstanden habe, ist der hier mit dem Schiff lang. Ja. Auf jeden Fall hat er hier dann Söldnerschiffe rekrutiert und hier drüben in England und hat mit diesen Schiffen dann die spanische Flotte, die irgendwo war, angegriffen. Und der, weil, er musste das nämlich so machen, weil diese dänische Flotte hier selbst nicht an die spanische Flotte rankam von der Range. Und nur durch dieses Manöver ging es dann, weil dann eben die dänische Flotte noch als Verstärkung gerade so hinzugekommen ist. Also es muss sich um ein paar Meine Männer haben keinen Millimeter Befehl, nicht gehandelt haben anzugreifen. hier praktisch, aber es war halt ausschlaggebend, dass es nicht geklappt hätte, nur mit dieser Flotte. Habt keine Angst, wir suchen Und keinen dann Kampf. eben durch dieses Ihr seid nicht mehr Söldnerschiff es Kommandant. allerdings schon geklappt hat. Und es hat Dänemark hier äußerst gut gemacht und ist hiermit in den Krieg eingetreten. Und zwar auf die Art und Weise, wie ich das ja auch vorgeschlagen habe. Ich hatte ja mal drei Möglichkeiten aufgezählt. Entweder Dänemark bleibt neutral oder Dänemark segelt rüber mit einer Armee, um sich auch noch ein Stück vom Kuchen zu holen. Oder Dänemark rettet England, um sich dann entweder später selber zu holen oder damit sie einen guten Verbündeten haben, der ihnen was schuldig ist oder wie auch immer. Gab es ja dann mehrere Möglichkeiten. Jetzt haben sie sich aber für die Rettung erstmal entschieden und wahrscheinlich wollen sie auch erstmal einen Verbündeten haben. Und ist ihnen hier wirklich gut gelungen, solche Aktionen hier mit diesen Schiffen, damit es gerade so reicht und dieses Rumprobieren, das braucht sehr viel Zeit und sehr viel Konzentration und man muss sich auch einiges anschauen. Ich kenne das ja selber vom Hot Seat Spielen und ich bewundere es immer wieder, wie einige Spieler wirklich Minuten, Stunden brauchen, um ihre Taktik zu überlegen und solche Sachen auszuprobieren, bis sie auf solche Dinge kommen. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab hier an dieser Stelle. Äußerst guter Schachzug des Dänen hier gewesen. Glückwunsch an dich, Pascal, an dieser Stelle. Wirklich ordentliches Manöver. Und ja, was passiert jetzt? Ja, jetzt passiert Folgendes. Das Heilige Römische Reich findet nicht nur die Aktionen von Frankreich hier unten gut, sondern auch eben dieser Angriff zu See sehr gut. Wie gesagt, steht alles in den Boten noch detaillierter drin. Auch die Seeschlacht wird erzählt von Pascal in einem schönen Boteneintrag, mitsamt von Forderungen, beziehungsweise nicht Forderungen an sich, sondern dem Angebot, einen Friedensvertrag zu schließen. Das steht dann auch noch in den Boten drin. Ja, also König Knut möchte sich mit König Alfonso in Verbindung setzen, damit die beiden einen Friedensvertrag ausmachen können. Und das Heilige Römische Reich schlägt auch einen Frieden vor zwischen diesen Fraktionen. Und zwar zu folgenden Bedingungen. Dänemark. Nee, also Iberien zieht sich aus Großbritannien zurück, heißt Portugal und Spanien ziehen sich zurück auf dem Schiff und gehen. Frankreich zieht sich sobald aus Spanien zurück, sobald eben die Spanier auch weg sind, hier zumindest eine Monatsreise weg sind, das heißt eine Runde wahrscheinlich, so würde ich das jetzt mal übersetzen, von den britischen Inseln weg sind, also irgendwo hier oder so, soll sich dann auch Frankreich zurückziehen. Und das Heilige Römische Reich verbirgt sich eben darauf, dass die Portugiesen und Spanier dann abziehen dürfen, ohne versenkt zu werden. Das heißt, wenn der Däne dann auf die Idee kommt, oder der Franzose, ich könnte ja jetzt den Portugiesen und den Spanier seine Armeen versenken und trotzdem angreifen, würde sich da den Zorn des Heiligen Römischen Reiches auf sich ziehen, was mit Sicherheit auch keine so wahnsinnig gute Idee ist, um ehrlich zu sein. Genau, also das sind jetzt diese Aktionen, die alle in dieser Runde passiert sind. Ich finde es abnormal krass, was alles in so einer Runde passieren kann. Also die letzten drei Runden, ja, waren ja wirklich sehr, sehr vollgepumpt. 24, 25, 26. Und innerhalb von drei Runden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, kann in so einem Hot Seat ein Riesenkrieg um sein. Und in diesem Krieg ist ja, also es sind drei Städte sind gefallen, ja, von England. Die Flotte von Spanien wurde vernichtet. Die Franzosen haben mobilisiert und sind hier runter marschiert. Das kann alles in drei, vier Runden passieren. Das müsst ihr euch mal geben. Was in so einem Prinzip alles möglich ist, das schafft man gegen die KI ansonsten relativ selten in so einer Art und Weise. Deswegen kann eine Runde
in so einem Hot Seat wirklich, wirklich Schlachten entscheidend oder kriegsentscheidend sein. Schlachten ja sowieso, aber vor allem kriegsentscheidend, meine ich natürlich. Also, es ist, ich finde es unglaublich stark und finde es einfach richtig krass, was in so einem Hot Seat passieren kann. Ja, und mich freut es auch, dass das hier so wechselseitig sein kann und es auch mal so krasse Sachen passieren wie jetzt hier. Ja, was sind jetzt so die Möglichkeiten, wie es jetzt weitergeht? Ne? Der Spanier und der Portugiese könnten theoretisch natürlich ihren Krieg hier fortsetzen und England noch vernichten. Ist die Frage, ist es so sinnvoll? Ja? Und gewinnen sie den Krieg überhaupt? Wenn ich hier rüber schaue und diese dänische Armee hier sehe, mit dieser großen dänischen Flotte, die dann theoretisch hier überall landen könnte und einzelne Truppen angreifen könnte, ob man vielleicht den Portugiesen alleine oder den Spanier alleine, wie auch immer, unter Umständen, und den dann, sobald eine von beiden Armeen vernichtet wird, war es das. Ja, garantiert war es das dann. Also hier muss man sagen, eher unwahrscheinlich, dass der Spanier und der Portugiese den Krieg noch in England gewinnen. Selbst wenn sie den hier oben gewinnen sollten, haben wir nach wie vor eben die Franzosen hier unten, die hier in Spanien einmarschieren und über kurz oder lang hier das Ganze auch überrennen werden. Also ich sage es mal so, sobald sie hier durch diese beiden Verteidigungsforts hier durch sind, war es das für Spanien auf jeden Fall. Dann muss Frankreich hier nur noch ordentlich durchbelagern, aber das ist eigentlich nur noch Formsache. Also von dem her, er muss sich zurückziehen. Ich habe es ja schon im letzten Part gesagt, dass es langsam eng wird da unten in Iberien für Iberien selbst, also auf der spanischen Halbinsel, dass es da so langsam mal ein bisschen eng wird für die. Jetzt natürlich durch dieses Aufgebot und diesen Kriegseintritt Dänemarks hier wird es natürlich noch heftiger. Und da kann man nur sagen, Spanien und Portugal, also Iberien hier zusammen, die müssen unbedingt einen Frieden schließen, weil besser wird es nicht mehr. Natürlich bitter für die beiden. Ich finde es ein Stück weit auch schade, dass sich hier alle dann gegen sie so verschworen haben. Auf der anderen Seite kann ich das nachvollziehen. Der Kriegsgrund war, obwohl der Papst da das geduldet hat, jetzt nicht unbedingt wirklich gut. Also hier zu sagen, ja, sie sind ja exkommuniziert und haben Schottland angegriffen und so weiter. Der Papst hat ja auch noch gesagt, sie sollen es machen, aber eigentlich hat der Papst schon Geld bekommen und so weiter und so fort. Also fand ich jetzt nicht so. Ist natürlich nicht so der wahnsinnig gute Kriegsgrund, sehr, sehr fingiert, wie ich finde, das Ganze. Genau, aber wie gesagt, und dadurch finde ich natürlich diese ganzen Kriegseintritte durchaus auch nachvollziehbar, ob jetzt aus Sicht der Dänen, die hier dann eine große, große Seemacht als Nachbarn kriegen, ja, durch die starken Spanier und Portugiesen, vor allem Spanier. Und auf der anderen Seite natürlich der Franzose. Das kann ich natürlich auch nachvollziehen. Also wenn jetzt so ein Riesengebiet hier wie Spanien, wie die Iberische Halbinsel jetzt hier vor mir liegen würde, würde ich da auch zubeißen. Ja, also das würde ich mir dann auch nicht nehmen lassen und hier mal einmarschieren. Ob mich da England großartig interessiert oder nicht, ist eigentlich egal. Ich meine, ja, Frankreich und England sind Verbündete, aber ich glaube nicht unbedingt, dass der Hauptgrund für Frankreichs Angriff da in Spanien jetzt die Nächstenliebe zum Engländer ist, sondern eher seine eigenen Interessen, die er hier geltend machen könnte, sogar relativ einfach geltend machen könnte. Also meine Prognose ist, Spanien und Portugal ziehen sich zurück, dürfen gehen. Es kommt praktisch zu einem weißen Frieden, bedeutet, Canara, Nottingham, London werden zurückgegeben. Der Spanier darf seine Gebiete hier unten in Spanien behalten. Ja. Und dabei ist es sozusagen der Einzige, der wirklich extrem gelitten hat, ist der Engländer, weil er halt eben ein paar Runden lang drei Gebiete verloren hat und natürlich auch einiges an Truppen. Natürlich ist auch der Krieg jetzt nicht sehr vorteilhaft für Spanien und Portugal gelaufen, klar. Sie haben selber Truppen verloren, vor allem Schiffe jetzt da oben und waren natürlich einfach nicht siegreich. Und das ist ja schon ein extrem großer Malus, wenn man als Angreifer einen weißen Frieden hat, ist das ja schon. Ja, wie eine Niederlage eigentlich. Kann er nur froh sein, dass hier jetzt kein, dass der, also hoffentlich für den Spanier und den Portugiesen greift der Franzose nicht weiter an. Genau. Und dann bin ich aber noch auf eine Sache gespannt, ob tatsächlich dann hier die Flotten oder die Schiffe mit den Armeen nicht versenkt werden,
Oder ob es Spanien und Portugal mal so geht, wie sie das, wie die Sache mit der, die sie mit den Mauren gemacht haben schon, gell? Wäre ja ganz witzig, wenn es denen passieren würde, aber so schätze ich das Heilige Römische Reich unter Katari einfach mal nicht ein. Also da steht da schon so sein Wort und da wird es wahrscheinlich auch echt mächtig Ärger geben, wenn Frankreich oder Dänemark dann diese iberische Flotte versenken würde mit den Truppen drauf. So. Also, wir sehen es nach wie vor, zwei große Schauplätze hier unten, einmal Ägypten, Italien, Seldschuken, durchaus noch Konfliktpotenzial, dann auch vor allem zwischen den Seldschuken und den Venezianern. Schlechte Karten für den Fatimiden, für den Ägypter hier unten. Und dieser überraschend jetzt vielleicht nicht, aber dieser Kriegseintritt der Dänen, also dieser englisch-spanische Krieg oder englisch-iberische Krieg mit den Kriegsparteien England, Dänemark, Frankreich gegen Spanien und Portugal. So, das sind, denke ich mal, die wichtigsten Sachen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, mir heute zuzuhören und zuzusehen. Es freut mich sehr, wie beliebt dieses Projekt doch ist, obwohl ja wenig Action ist. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, was so passiert. Und genau darin liegt ja meiner Meinung nach schon irgendwie auch die Action. Also, vielen Dank, liebe Leute, fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, Leute.